Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem Abschlussvideo hier aus dem Schlafzimmer. Ja, was wir euch natürlich schuldig waren oder sind, ist noch, dass wir ja unsere Kommode oder unser Sideboard ja noch einwachsen wollten. Und ja, das zeigt euch schon jetzt erstmal. Genau. So, jetzt geht's ans Versiegeln der Abdeckplatte. Da wollte ich ja noch das Wachs drauf packen, damit die Oberfläche eben nicht so empfindlich ist. Und vor allen Dingen, dass man da vernünftig Staub putzen kann oder wenn man mal was draufstellt, dass da nicht sofort Kratzer entstehen. Das Wachs ist extra für Chevy-Schickfarbe gemacht, also für Kreidefarbe. Ja, das sieht so aus. Das ist halt ein ganz normales, transparentes Wachs. Riecht auch fast gar nicht. Sehr angenehm, leichter Duft, so nach Wachs und ja, nach Wachs halt. Also Bienenwachs und Kanuba-Wachs ist da noch drin. So, dann fangen wir jetzt mal an. Als Lappen habe ich hier einen fusselfreien Baumwolllappen genommen. Das ist ein altes Bettlaken, ein Stück davon. Und dann tragen wir das mal auf. Die Oberfläche bleibt so, wie sie ist, im Grunde genommen. Das soll ja auch so sein. Denn ich möchte ja nicht, dass sich die Farbe oder die Oberfläche großartig verändert. Das soll ja nur ein Schutz sein. Das ist auch sehr ergiebig. Also man braucht gar nicht viel. Aber dadurch, dass das so transparent ist, muss man echt gucken, wo waren wir schon und wo müssen wir noch. Diese Wachse gibt es in verschiedenen Farben. Wie gesagt, das ist ja extra Wachs für Kreidefarbe. In erster Linie kreiert man da ja Shabby Chic mit in allen möglichen Variationen. Da gibt es ja tausend verschiedene Techniken, wie man Möbelstücke gestalten kann. Für die Zwecke gibt es eben halt auch unterschiedliche Wachse in unterschiedlichen Farben. In, ja, also transparent, dunkel, braun, blau, grün, also ich weiß gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Farben, sodass man unterschiedliche Effekte damit erzielen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Möbelstück, wo das Holz noch eine sehr grobe Maserung hat zum Beispiel, und man trägt da ein dunkleres Wachs auf, dann setzt sich das Wachs natürlich in den, ja, in den Rillen oder in den Riffeln, in den Maserungen stärker ab als auf den glatten Oberflächen. Und so kann man dann halt einen schönen Antique-Look damit kreieren. Da müsst ihr mal gucken. Da gibt es auch Blogs im Internet, wo das sehr schön erklärt wird. Und gibt halt Leute, die haben sich auf Chevy Chic Möbel spezialisiert. Die haben da richtig Ahnung und die machen ganz tolle Sachen. Ich wachse auch wirklich nur die Abdeckplatte und den Sockel unten, um das unempfindlich zu machen. Und den Rest vom Schrank lasse ich roh, wenn ich das so, ja, roh, also unbehandelt, ungewachst, weil der ist ja keinen großen Beanspruchungen ausgesetzt. Also man macht den einmal am Tag, macht man da so eine Tür auf oder eine Schublade und wieder zu und dann ist das gut. Deswegen lasse ich den Rest des Schranks so, wie er ist. Anders ist das natürlich, wenn man jetzt Küchenmöbel hat. Oder ja, Küchenmöbel ist eigentlich so das typische Beispiel. Da macht man ja tausendmal am Tag, packt man da dran und stellt was drauf und hin und schiebt hin und her. Und die müssen dann schon besser geschützt werden. Und wenn das nachher angetrocknet ist, dann werde ich da nochmal mit einem Lappen so ein bisschen drüber polieren. Ja, Kommode ist natürlich richtig cool geworden, aber das zeigen wir euch gleich auch nochmal hier im Gesamtbild. Wir haben hier aber auch noch einen Spiegel hängen gehabt. Genau, so einen alten, den hattest du mal irgendwie vom Trödel oder so, ne? Oder glaube, hatte ich den mal irgendwie hängen? Na, ich glaube, du hast den, ach, ich weiß nicht. Ist auch scheißegal. Ist auch völlig egal. Wir haben einen Spiegel. Genau, und das war
halt eigentlich ein schöner Spiegel, aber so ein Eiche-Spiegel, so ja, Eiche-Brutal, genau. Gelsenkirche der Barock sozusagen. Genau, aber ja, eigentlich an sich schön. Und da ich noch Farbe über hatte, hier von der Möbelstreichaktion, hatte ich mir überlegt, das wäre doch zu schade, den Spiegel ja wegzuhauen oder nicht mehr aufzuhängen. Ja. Und dass man den ja auch eigentlich ganz gut anstreichen könnte. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ja. Und das zeigen wir euch jetzt auch nochmal eben. So, wir sind jetzt hier bei uns in der Küche. Und weil ich noch Farbe über habe, sowohl von dem Weiß als auch von dem Stone, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Spiegel auch noch neu zu gestalten. Der Spiegel ist sauschwer. Der ist, glaube ich, massive Eiche. Und der Rahmen ist an sich schön, nur halt die Farbe gefällt uns nicht mehr. Diese Ziernägel finde ich auch sehr schön. Und dafür ist es eigentlich zu schade, wenn der hier einfach nur so rumrottet. Ich habe den jetzt grob entstaubt, sauber gemacht. Hier hat der Hersteller seinen Aufkleber draufgepappt, mitten auf die Spiegelfläche. Sehr schlau. Ich frage mich, wer kommt auf solche Ideen? Das muss ich erstmal versuchen abzumachen, aber ich habe da so einen Orangenreiniger und damit geht das hoffentlich ganz gut. So, ich werde den Spiegel, also den Rahmen, nicht schleifen, weil der, glaube ich, die Oberfläche ist so ein bisschen rau, da braucht man nichts schleifen, denke ich mal. Und ich glaube, diese Oberfläche, das Holz ist lackiert, also da ist eine Lackschicht drüber. Und normalerweise ist es so, dass man bei Holz, was die Tendenz dazu hat, auszubluten, wie das bei Eiche der Fall ist, normalerweise zwingend einen Sperrgrund drunter machen muss, damit eben, wenn das Holz ausblutet, da das Holz seine, keine Ahnung, was ist das, Bitterstoffe oder irgendwie was freigibt, entstehen sonst Flecken auf der Farbe, auf der Kreidefarbe, die man eben nicht wegkriegt. Da kann man 50.000 Mal drüber streichen, die kommen immer wieder. So, ich habe jetzt aber keinen Sperrgrund auf die Schnelle. Wie gesagt, das ist jetzt auch wieder so eine Spontanaktion. Und daher werde ich das alles so lassen und einfach nur so drüber streichen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich wieder in Weiß vorstreiche und dann eine Art, ja, Farbverlauf versuche da reinzubringen. Der Spiegel wird im Ganzen weiß, unten wird er grau, Stone, und dann versuche ich, das Grau nach oben so auslaufen zu lassen. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Jetzt streichen wir das hier unten erstmal deckend in Stone. So, jetzt kommt's. Ich das da noch ein bisschen höher. Das ist zwar nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber sieht trotzdem gut aus. Ich muss noch ein bisschen mehr Farbe drauf. Da ist der Übergang noch ein bisschen krass. Ich glaube, das sieht gut aus so. Jo, so können wir das lassen. Muss ich die Nägel nachher noch sauber machen? Aber das ist ja, die Farbe geht da ja einfach von ab, wenn es trocken ist. Und dann ist fertig. Hier ist die Mitte auch wieder genau ausgemessen. Mit dem Auge. Mit dem Auge. Und auf 32,5. Ja, sieht auch schon mal gut aus. So, Staubisaugi. Staubisaugi an Start. Ja.
Oh, wenn ich jetzt da oben bohre, kommst du da dran? Warte. Ja. Ja, sieht gut aus. Ja. Machst du einfach mal den Staubsauger an? Wieso? Eventuell bringt das dann auch was. Dingo, friss unseren Rudi nicht auf. Meinst du nicht, dass die Dinger ein bisschen überdimensioniert sind? Die Schrauben? Hm? Nö. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Nö. Nee. Weil, ich sag mal, im Prinzip haben die ja so jetzt zwar nichts zu halten, aber ich habe keine Haken mehr. Das heißt, da müssen wir dann schon ein Köpfchen haben, wo wir dann auch den Spiegel draufhängen können. Ne? Ja. Das ist fest. Ja, Schatzi, soweit haben wir jetzt hier alles geschafft, ne? Alles eigentlich fertig. Ist hier unser Schlafzimmer komplett fertig. Ja. Tür ist gewechselt, Fußleisten sind dran, Spiegel ist aufgehangen, Bett ist fertig. Und wir freuen uns. Und wir freuen uns, genau. Genau. Es ist alles sehr schön geworden. In den Kommentaren stand allerdings auch noch, dass wir ja gar nicht auf den Schrank hinter uns hier eingegangen sind. Ja, den hattest du gestrichen, den wollte ich, oder das war zu viel Arbeit, den jetzt auch noch zu filmen. Ja, kannst ja mal eben noch so zwei, drei Worte dazu sagen. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen was gezeigt, haben wir. Ne? Ich hatte den ja grob angeschliffen, ja. Das haben wir gezeigt und ja, wie ich quasi angefangen habe, den erstmal weiß zu grundieren. Genau. Also ich habe den Schrank erstmal weiß vorgestrichen. Und hatte dann festgestellt, die Farbe deckt also sehr gut für ihre Verhältnisse, für so eine helle weiße Farbe. Und es waren aber noch insgesamt zwei Anstriche nötig. Was mich sehr gewundert hat, war, da gab es auch viele Fragen in den Kommentaren, wie denn die Farbe auf dem Glas gehaftet hat. Also ich habe ja die Glasscheiben grau gestrichen, also das, was grau jetzt ist, war vorher so blaues Glas. Und da muss ich sagen, da hat die Farbe genau so drauf gehaftet wie auf den Holzflächen. Das war überhaupt gar kein Unterschied. Ja. Also da musste ich auch nur... Ich glaube, da habe ich sogar nur zweimal gestrichen. Ja, meine ich auch. Ja. Genau, und das Holz musste ich teilweise dreimal streichen. Ja, und das war natürlich viel Arbeit, das war recht zeitintensiv, aber für so einen riesen Schrank ging es eigentlich doch relativ zügig. Ja. Ja, und da hinten den Schrank, da in der Ecke. Den kleinen. Den hast du jetzt einfach nur weiß gemacht, ne? Genau, der. Da sind auch nur Handtücher drin, also. Das ist einfach den nur. Sieht sowieso keiner. Einfach nur Stauraum, genau, ja. Für Handtücher und so ein Gedöns. Und ja. Ja, der ist einfach nur schlicht weiß gestrichen, damit er da nicht auffällt. Fertig. Genau, und den Stauraum haben. Genau. Ja, dann setze ich euch mal jetzt hier auf den kleinen Kameraarm und dann gehen wir mal noch mal einmal hier kurz durch das Schlafzimmer und zeigen euch mal jetzt den Ist-Zustand. Genau. Ja, was sollen wir sagen? Wir fangen einfach mal hier mit der Ecke an. Wir machen das anders. Ich stelle mich genau dahin, wo ich auch letztens gestanden habe und euch unseren Wirkenwald.
Nee, als ich das Schlafzimmer ganz am Anfang gezeigt hatte. Ach so. Da bin ich ja auch einmal kurz hier durchgegangen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, Birkenwald. Ja, die Fototapete. Ja, die sehr uns schön. Richtig gut gefällt. Also, ja. Wir sind begeistert. Ja, genau. Die ist genauso. Also die ist super. Genauso, der Effekt ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ja, ja, unser Bett. Ich meine, dazu gibt es ja zwei Videos. Das heißt also, ich denke mal, das wird jeder kennen. Da haben wir jetzt vernünftige, helle und freundliche Vorhänge hängen. Ja. So, da haben wir jetzt auch den Schrank nochmal in voller Montur. Ja, da ist unser Wäschekorb. Und da ist jetzt das Sideboard. Und jetzt sieht man auch, dass man das hier oben so ein bisschen glänzender ist. Und das kommt durchs Wachs. Genau, ja. Hier, ne? Ja, genau. Ja, auf der Fläche, im Spiegel. Ja. Ja, der Schrank, der ist ja bei euch auch sehr, sehr gut angekommen und wir finden den auch richtig klasse. Ja, Tonja hat jetzt auch da drin noch die Fächer weiß gemacht und da auch. Und jetzt haben wir ja auch noch schöne Griffe jetzt dazu geholt. Schöne. Da hat sie auch wieder sehr, sehr schöne Griffe im Netz gefunden. Also richtig cool, passen auch super dazu. Ja. Ja, Spiegel mit meinem kleinen Mäuschen drin, jetzt nicht mehr. Ja. Genau, und Teppich. Genau, und der Teppich. Ja, da nochmal einen ganz, ganz lieben, herzlichen Dank an meine allerliebste Freundin Diana, in deren wunderbarem Geschäft wir diesen Teppich gefunden haben. Ja, genau. Den Teppich und die Vorhänge. Ja. Ja, also ich habe das große Glück, dass meine Freundin ein Raumausstattungsgeschäft hat und das ist für mich das Eldorado. Wenn ich da reinkomme, kriegt Andi immer Schweißausbrüche, ja. Weil wir uns dann, oder ich mich dann am liebsten immer komplett neu wieder einrichte. Ja, genau. Ja. Ja, und da haben wir dann auch direkt so Fußleisten genommen. Ja, so eine Teppichfußleiste. Die ist selbstklebend, war sehr, sehr schön. Hier zeige ich auch noch mal eben kurz das Band, so wie das jetzt aussieht. Das ist ein dreiteiliges von der Tür. Ja, mit der Tür sind wir auch sehr, sehr zufrieden. Also die ist richtig cool. Mach mal einmal auf und zu. Mach mal einmal auf ja, und ja. zu. Auf? Wie in der Sesamstraße. Zu. Ja. Auf. Zu. Ja. Ich finde das richtig gut, ne? Hammer. Ja. Ist wie wenn du eine Mercedes-Tür zumachst. Genau. So, und was wir auch haben, eine neue Lampe. Aber die kommt jetzt hier wahrscheinlich nicht so wirklich bei rum. Nee. Die macht nämlich nicht nur schönes Licht, sondern auch warmes Licht und unterschiedliches Licht. Nicht nur schönes Licht, sondern warmes Licht und kaltes Licht und ja. Macht romantisches Licht. Ja, romantisches Licht, ja. Macht alles. Macht alles. Ja, soweit jetzt unser Schlafzimmer. Und da bin ich wieder. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und das Schlafzimmer, ja, könnt ihr einen Daumen nach oben lassen, nach oben da lassen. Und du kommst gar nicht mit ins Bild, ne? Ja, ich muss kann nichts dafür. Ich soll mich denn ein bisschen auf den Hocker stellen? Ja, oder? Muss ja. So, ja, so ist besser. Ist aber anstrengend. Ja. Und ja, und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.